In den Höhlen hatte Pontius ein paar Pilze gesammelt, doch haben Soja und Amadeus ihn überredet, sie nicht zu essen. Amadeus hatte sich an früher erinnert, als er in seiner Schulzeit einmal einen Pilztrank gebraut hatte. Das hatte in der Tat kein gutes Ende genommen. Als die Helden aus den Höhlen stiegen, trafen sie auf das erste Licht des Morgens. Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Twine 2. Oh, die Pause war viel zu lang. Meine Güte. 9 Monate Masterarbeit. Ah, oh, und ich bin fertig. Ich bin endlich durch. Studium ist vorbei. Das heißt, ich habe endlich wieder ein bisschen Zeit fürs Let's Playen. Und ich hatte euch versprochen, Let's Play Twine 2 wird in jedem Fall beendet. Und ich halte meine Versprechen. Und genau das machen wir jetzt. Und das ist auch der perfekte Einstieg. Twine, ein schönes Spiel. Schöne Grafik, schöne Musik. Oh, los geht's. Eine wunderschöne Morgendämmerung. Es sollte jetzt nicht mehr weit zu Rosabels Schloss sein. Oh, das sieht so schön aus. Und, oh, ich habe wieder Zeit, ordentlich zu spielen. Ja, ich habe natürlich auch zwischendurch gespielt. Aber es ist doch ein Unterschied, wenn man richtig Zeit hat und auch seine Gedanken fokussieren kann und nicht die ganze Zeit über irgendwelche Anlagen und explodierende Rohre nachdenken muss. Und ja, das habe ich viel zu oft getan. Also, ich hatte schon mal aufgenommen, bevor wir jetzt losgehen, möchte ich noch kurz sagen, es hat nicht funktioniert. Ich hatte falsche Einstellungen, der Sound war grausam und dementsprechend mache ich das jetzt nochmal. Also dieses Level kenne ich schon, leider. Sieht ganz toll aus. Es sind ganz viele Kokosnüsse im Hintergrund. Das ist genial. Und das Wasser sieht klasse aus. Und ich habe ein paar, naja, Attributspunkte verteilt. Fähigkeitspunkte verteilt. Okay, also nur nochmal, um das klarzustellen. Wir können mit dem Zauberer natürlich Objekte beschwören. Und zwar 3 Stück und Planken. Mit unserer netten Diebin können wir Eispfeile verschießen, auf Rostpfeile, wie auch immer die heißen, und Explosionspfeile. Und mit unserem tollen Ritter Pontius haben wir das Frostschild, das Feuerschwert, den Ansturm und das Lenkdrachenschild, und das zeige ich euch gleich. Also wir können jetzt so schweben. Fragt mich nicht, wie das möglich ist. Ich habe jetzt einen Master, ja, Master of Science, aber kein Plan. Ich denke, das ist nur in der Welt der Magie möglich. Ach ja. Master. Endlich! Endlich kann ich mich auf Jobsuche begeben. Boah. Nee. Ich habe jetzt erstmal frei und bin bald im Urlaub und spiele. Und wir können hier so tolle Eisschollen erschaffen, die auch total genial aussehen. Ach, die Grafik ist. Klasse. Ganz klasse. Na dann, das sind aber ein paar riesen Kokosnüsse. Da oben in den Bäumen sind ein paar große, haarige Früchte. Die heißen Kokosnüsse. Oh, da sind das also ein paar große, haarige Nüsse. Nein, es sind Früchte. Sollten sie dann nicht Kokosfrüchte heißen? Ich weiß es nicht. Der pragmatische Ritter hat natürlich recht. Und wir gehen hier hoch. Ist natürlich ein bisschen nachteilig, denn ich kenne Krabi schon. Ich habe Krabi schon kennengelernt. Aber die Rätsel dauern nicht so lange und vielleicht ist das ja auch. Genießt die Landschaft, sie ist so hübsch und hier fällt alles runter. Und Kokosnüsse. Natürlich, was auch sonst. Und ich. Toll, ich würde. Ja, wunderbar. Erstmal den eigenen Weg versperren. Oh, komme ich hier hoch? Ja, ich komme hier hoch. What the fuck? Okay, dann gehen wir halt unten lang. Geht's hier unten durch? Nein, hier sind nur ganz viele Fässer. Irgendwas ist hier unten. Nein, beim zweiten Mal klappt's bestimmt. Aus dem Wasser raus wollen sie nicht so richtig. Und okay, das war ein Ansturm. Der hat sich jetzt. Der sah gerade ziemlich komisch. Okay. Mit Explosionspfeilen macht man hier auf. Dann kriegt man hier so einen unglaublich tollen Ball. Dann hier was drauf. Und schon haben wir unsere Brücke.
Was hört sich hier alles viel zu dämlich an, deswegen? Ah, okay. Hallo! Das sieht irgendwie merkwürdig aus, oder? Und Ansturm. Ansturm, One-Hit. Wow. Kugel. Und. Ach, Schaden, sag ich mal. Wirklich ein bisschen viel. Aber. Wow. Was hat mir da Schaden gemacht? Oh ja. So viel Leben hat er nicht. Also nicht ganz ein Minibus. Aber fast. Ah. Okay, wie ging es hier weiter? Ich denke, also spinne ich. Wir gehen mal hier runter. Oh, ups. Hier ist einerseits eine Falle, andererseits ein Geheimgang. Okay. What the fuck? Hier. Da unten war sehr viel Erfahrung, aber wie gesagt, ich bin derer schon habhaft geworden. So, hier sehen wir tolle Zahnräder, die bewegen. Diese Konstruktion. Oder eben nicht mehr, wenn wir es hier zumachen. Komm, eine kleine halbe Umdrehung. Genau. So ist schön. Wunderbar. Man kann das Ganze auch ganz ausmachen, wenn man hier das entfernt, aber wieso? So rum ist viel besser. Das sieht zwar komisch aus, aber es funktioniert. Es funktioniert. So, hier wieder eine Planke. Das ist. Ich krieg das nie so hin, wie ich es in meinem Kopf ausgemalt habe. Ja, schaut euch das an. Das sieht doch grausam aus. So. Das ist irgendwie auch nicht richtig. Naja. Okay. Nein. Au. Au. Oh. Wir legen hier mal was drauf. Denn das sieht nicht so toll aus. Yes. Ich bin oben. Und du gehst gefälligst runter. Dann hier gibt es ein Sammlergemälde. Der Gegner ist tot, ja. Er ist ins Wasser gefallen. Die Monster hier haben die Zelda-Krankheit oder die Link-Krankheit. Die können nicht richtig machen. Das, was die meisten Zelda können. Nicht können. Na, oh Gott. Ich will jetzt nicht sagen, Link konnte jedes Mal schwimmen. Nein, meistens brauchte man Items. In der Regel brauchte man Items. Und ich glaube, diese Gegner hier haben diese nicht. Das soll ein Kobold sein, aber ich finde, sie sehen mehr aus wie Goblins. Ganz ehrlich? Das sind doch Goblins. Ganz klassisch. Wie mache ich das? Das ist. Ja, ne, ja. In den Rücken rein. Nein, wir machen was anderes. Wir schwingen und sterben. Dann, so, diese Fässer explodieren. Kein Problem. Und hier ist wieder mal etwas zu zerstören. Na, komm. Runter hier. Wir können die ja auch für uns selber verwenden. Und wenn sie brennen, dann. Ah ja. Das dauert ewig, bis sie explodieren. Also, wir wollen jetzt darüber. Und meiner Meinung nach, ja, der beste Ansatz, den ich hier gefunden habe, war der folgende. Springe ganz regulär drauf. Aufgemacht. Machen wir eine Kiste, egal wie groß. Und schon sind wir drüben. Es gibt sicherlich noch andere Wege, aber das ist der einfachste. Oder zumindest verdichteste. Und weg mit dir. Hat sonst ewig gedauert. So, weiter. Runter. Runter, 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 runter. Das. Nein, 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 nicht so schnell. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Und die Schwimmmethode, das ist der genialste Schwimmstil, den ich jemals kennengelernt habe. Moin, moin. Und vor allen Dingen, wenn man drauf achtet, dann ist er entweder genauso schnell oder vielleicht sogar noch schneller als die anderen beiden. Also, ja, klar. Okay, und boing, boing. Oh, das ist die genialste Animation ever. Ach, echt schön. So, die Früchte, die Kokos... Nüssigen Kokosnüsse, die nehmen wir mal mit. Okay. Ich dachte, die gehen jetzt schon runter, aber offensichtlich nicht. Da. Hier mal hin. Und. Ach. Einfach mal. Oh! Oh, und ich stoße mich an dem einen Stachel, der noch rauskommt. Das war also klar. Also klar. So, den Stein befreien wir. Warum? Wir kommen hier nicht durch. Also wir gehen unten durch. Und unten ist ein
Strom, der uns wieder hochbringt. Also, was machen wir? Wir stellen einfach den Stein davor, ganz einfach. Okay, alle. Kurz Luft schnappen. Alle sind schrecklich. Oh, ganz herrlich. Ich habe mal unter Wasser fast einen Herzinfarkt bekommen, weil ich so ein scheiß Vieh nicht gesehen habe, bis mir 5 mm vor der Nase umgeschwommen ist. Oh, schlimme Erinnerung. Kraken! Kraken habe ich noch nicht unter Wasser getroffen. Ist vielleicht auch besser so. Oder? Ich weiß ja nicht. So, noch ein Sammlergedicht für den Weg. Und Pontius macht hier tolle Figuren. Sehr schön. Hey, das kann man kaputt machen. Jetzt wisst ihr es auch. Ich wusste es vorher auch nicht. Jetzt vielleicht? Und hier ablocken und rüber. Haha. Wunderbar. Könnte hier eine Falle sein. Ich glaube ja. Ich habe sie nicht gefunden. Und was kommt hier? Bosskampf? Ist der Bosskampf? Nein. Wasser, Regen, Donner. Schlechtes Wetter. So, er hat mich nicht gesehen. Ach, verdammt. Heck mit dir. Heck mit dir. Komm, fall in die Nase. In die Nase hinein. Ach komm, ihr könnt mir eh nicht folgen. Eure Erfahrung habe ich schon. Da bin ich einfach weiter. Und du oben bist schon tot. Wir müssen aber hier hoch, denn da oben. Ich zeig's euch mal. So. Der Hebel funktioniert nicht. Denn da oben steht das fest. Ich könnte mir den Moment. Ich habe oben irgendwas kaputt gemacht. Also das ist auch Erfahrung, wenn man damit umgeht. Ich weiß, das kann man auch einfacher machen, aber. Na, machen wir es einfach. Na komm schon. So, hochkommen. Zack. So, daneben. Ich jetzt haben wir Liebe. Toll finde. Und das wäre fast zu weit. Okay, jetzt geht's aber. Auf und davon. Die Geburtstagsfeierlichkeiten waren pompös. Leider wurde sie von Prinzessin Rosabelle gestört. Sie fühlte sich bei den Geschenken benachteiligt. Prinzessin Isabelle bekam ein goldenes Kleid, ein Diamantendiadem und Seidenhandschuhe. Prinzessin Rosabelle bekam ein silbernes Kleid, eine Mondsteinhalskette und Spitzenhandschuhe. Ach ja, die Probleme der Reichen. Und was haben die Untertanen bekommen? Kein Essen? Schläge? Was auch immer? Meine Güte. Oh. Yay, one hit kill. Super, jetzt werde ich hier wiederbelebt. Ist aber nicht toll. So, dann machen wir da drüben schon mal auf. Denn letztes Mal bin ich hier mit dem Zauberer stecken geblieben. Denn er kann hier zwar wunderbar agieren, indem wir hier einfach mal die tollen Pflanzen verstellen. Aber das Problem war, er kann einfach nicht kämpfen. Er kann einfach hier das nicht aufmachen, also lieber auf Nummer sicher gehen. Und boing, boing, boing. Genial. Allein für die Animation sollten die Designer, was weiß ich, Animateure, Grafiker, ne, ganze irgendwie so klasse. Grabi. Oh, Mr. Kraken. Mr. von uns zu Kraken. Hey. Was willst du machen? Auf das. Sie hoch! Wusstet ihr, dass eine Krake 3 Herzen hat? Ja, sicher ist sicher. Genau wie wir. Danke, Herr Krake. Das passt ja dazu. Es war ja gerade Halloween. 3 Herzen. Was kann man damit machen? Sein eigenes Herz rausreißen und den Gegner damit verprügeln. Der wird sich erschrecken, meine Güte. Das wäre ein cooler Finishing. Na komm schon. Wir gehen rechts raus. Und weiter. Seht mal, das ist Lady Rosabelle. Nun gut, sie hat also nicht gelogen, was das mit der Königin angeht. So, eine edle Dame wie sie würde nie lügen. Aha.
Oh nein, Hinterhalt! Schlag euch so lange, bis der Hinterhalt. Ah, im Hintergrund ist doch eine Schriftrolle. Das heißt nicht, Zauber? Kann man den benutzen? Nein! Diese blöden Schilde. Blöden? Das neue Wort des Tages. Blöden. Nein, nein, nein. Was ist das? Ach, shit, jetzt kommt hier noch so einer. No! Bleib weg, du. Und Headshot. Super. So, unser tollen Zauberer, der nicht kämpfen kann. Ja, du kommst erstmal wieder runter. Hier war doch ein Orb. Haha, gegen das Blind Orb bist du machtlos. Wir haben halt das stärkste Artefakt überhaupt. So ist es. So ist es nun mal. Okay, jetzt sind wir hier oben. Kann ich das irgendwie... Versuchen wir noch weiter hochzukommen. Also wie gesagt, die Schriftrolle. Feuer und Flügel? Engelsflügel? Federn? Sowas in der Art. Geht's hier noch nach oben. Ist hier irgendetwas? No! Nein! Oh, mein Turm. Nochmal. So. Naja. Kleine Kiste. Und hier oben ist natürlich nichts. Die Kamera würde sich sicherlich anpassen. Ich. What the fuck? Ich habe das Bücherregal wieder aufgestellt. Klasse. Okay. Ah! Wenn man hier drauf tritt, dann wird ein Fass gleich durch die. Das Feuer hier angezündet. Also keine gute Idee. So. Und da unten kann man aufmachen. Man kann das hier auch stoppen, aber es ist nicht notwendig. Also, warum machen? Na komm. Schön aus. Und wieder. Hier sieht es aber irgendwie merkwürdig aus. Das ist Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich habe einen Teddybären in der Hand. Na, okay. Hier machen wir. Die bauen wir so mit. Na. Kleine Barrikade. Na, kommt schon rein. Ah! Ich habe früher als Kind Tetris gespielt. Ich kann das. Dann machen wir hier auf. Und dann stellen wir das hier hin, dass das auch nicht zugehen kann. Denn hier unten ist zwar Wasser, aber irgendwie kurz darüber brauchen wir Wasser. Was ist hier drin? Und diese Animation ist genial. Schaut sie euch an. Klasse. Schön gesagt. Okay. Und boink. Nein, ich muss mehr boinken. Ich muss noch mehr boinken. Und no! Komische Pflanze. Habt ihr schon mal eine Pflanze gesehen, bei der ihr vierfach eurer eigenen Körpergröße springen könnt? Oder fünffach vielleicht sogar? Ich nicht. Das ist schade. Ich würde das gern machen. Echt? Hier oben ist noch was. Irgendwie. Moment. Komme ich da hoch? Da war ich, glaube ich, noch nicht oben. Falls es da was gibt. Weiß ich nicht. Ah, ein Geheimnis. Nein! Oh, okay. Ein Geheimnis. Vielleicht nach links. Ich stelle hier oben mal ein bisschen was drauf. Hier mal was drauf. Und, na. Hier links ist nichts. Schade. Okay. Gut, dann gehen wir halt hier runter. Was kann hier unten sein? Natürlich, Bosskampf. Okay. Der Koboldkönig. Und der hat ein paar fiese Tricks drauf, das kann ich euch sagen. Er hat nämlich einen One-Hit-Kill. Den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Halt ihn. Schlag dich selber. Schlag deine Leute, genau. Schlag deine Leute an, Sturm. Au, das hat, glaube ich, uns beiden wehgetan. No. Immer schön weg sein. Schön, dass man auf ihn rumkommen kann. Von der Wirklichkeit. Komm schon. In die Nase, das ist ein kritischer Punkt. In die an der Nase. Na, der Ansturm ist bestimmt auch nicht gut. Bestimmt auch schön weh. Weg mit dir, du Monster. Du kommst nicht vorbei. Weg mit dir. Letzte kleine. Und das war's. Endlich, Schätze. Ich werde diese Krone behalten, wenn es euch nichts ausmacht. Hurra! Wir haben die Hallen für Ihre Majestät gesäubert. Und unser eigenes Königreich wird bald wieder sicher sein. Sollen wir zum Haus zurückgehen? Nicht so schnell. Ich möchte mich zuerst umsehen.
Vielleicht finden wir diesen königlichen Schatz, den Roosevelt erwähnt hat. Also wenn ihr einen Schatz sucht, im Hintergrund sind Rubine in der Größe von Kürbissen. Von richtig, richtig großen Kürbissen. What the fuck? Ich will das einsammeln. Ich habe kein Einsammelbefehl. Verdammt. Hier, da. Nimm den, der ist super viel Geld wert. Ein Smaragd. In Größe eines Straußeneis. Ach, du meine Güte. Okay, wir müssen alles liegen lassen, leider. Wir haben keine Tasche mitgebracht. Anfängerfehler. Seht, das ist Isabel. Da steht ihr Name drauf. Ja, Roosevelts Schwester. Die früher das Portalmedaillon hatte. Ja. Wo ist sie denn jetzt? Oh. Magisches Papier erklärt uns, was passiert. Liebe Isabel, Glückwunsch zum 18. und dazu, dass du nun Kronprinzessin und Thronerbin bist. Ich habe zur Feier eine Überraschung im Keller vorbereitet. Es muss unser Geheimnis bleiben. Geh durch den Waschraum und triff mich dort. Roosevelt. Also dazu habe ich zwei Sachen zu sagen zu diesem Brief. Erstens, 18. Geburtstag. Das ist alles, was ich brauche. Alle Informationen. Naja, ich brauche ja nicht weiter darauf eingehen. Und das Zweite, jemand, der neidisch ist, der nicht zur Königin gewählt wurde, der nicht so tolle Geschenke bekommen hat, sagt einem, man soll in den Keller kommen und alleine und es ist ein Geheimnis. Das hört sich nicht nach einem Hinterhalt an. Nein, da will einem keiner ein Messer in den Rücken rammen. Niemals. Niemals nicht. Oh, Twiny. Das Seelenartefakt. Eine große Macht. Ich könnte dich mit ihm zurückbringen und das Königreich wiederherstellen. Tja. Das ist mein Seelenartefakt. Let's go, Twiny. Ich wähle dich. Oh, danke schön. Und komm weg. Schon, folgen wir ihm. Ha, wir gehen voraus. Wir folgen nicht. Nach dem Kampf gegen den Koboldkönig durchsuchten die Helden das Schloss. Sie fanden seltsame Hinweise auf eine weitere Prinzessin. Anscheinend hatten sich Isabel und Roosevelt einst sehr nahe gestanden. Aber was ist ihnen zugestoßen? Obwohl Amadeus es nicht wollte, führte Zoya sie zu den Kellern, um die Geheimnisse zu ergründen, die im Dunkel verborgen lagen. Und das machen wir dann im nächsten Video. Ah, schön. Endlich konnte ich mal wieder ein bisschen aufnehmen. Ah, Let's Play Twine. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.